Hey, ja, hier ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Metro Last Light Chronicles zur Fortsetzung. Dies DLC ist aus dem Abschluss an diesem DLC, denn wir stehen vor der letzten Mission, die diesen DLC zu bieten hat. Das ist dann die letzte Mission aus der Metro Last Light Projekt. Ja, nach längerer Zeit haben wir das dann zu Ende gekriegt. Und ja, wir machen diese Mission direkt ohne große Reden. Beim letzten Mal waren wir ja Khan im Level Khan nur teilweise. Wir waren Ullmann zum anderen Teil. Man kann sagen, es war aufgeteilt zu kosten Gegenwart und Vergangenheit. Und Gegenwart waren wir Ullmann und der Vergangenheit waren wir Khan. Der junge Khan mussten wir eine Station verteidigen gegen Nosales. Wo wir seine Geschichte bisher erfahren haben. Wir haben erfahren, wieso Khan ist. Und dass er eine schwere Entscheidung treffen musste da in seiner Zeit. Und deswegen ist er so, wie er ist. Aber ja, wir machen weiter mit dem letzten Level, was wir noch zu spielen haben. Und zwar ist das Anna. Ja, wir spielen euch mal eine Frau auch tatsächlich mal. Ja. Anna ist jetzt dran. Und ich würde sagen, wir legen mal los und schauen, was erwartet. Natürlich bin ich wieder original und auch auf normal und ich würde sagen, los geht's! Ja, natürlich wollen wir die gespeicherten Spiele dann ein bisschen überschreiben. Klar, Autosave, ja, brauchen wir nie mehr. Und da sind wir, die Messe. Ganz nah an deiner Heimatstation. Du weißt ja, ich konnte den Raketen gerade noch entkommen. Ich suchte bis zum letzten Moment nach Hunter. Mein Vater wusste das natürlich nicht. Okay. Wir sind jetzt bei der Messestation, wo alles angefangen hat. Mit Anna. Mit Atom meine ich. Ja, das ist ja unsere Heimatstation, wie sie auch sagt. Ich konnte die Raketen in der Zeit ausweichen. Bis im letzten Moment nach Hunter hat sie gesucht. Na gut, bin ich mal gespannt, ob sie ihn da findet. Weißt du, ich bin ganz froh, dass mein Vater dich mitgeschickt hat. Ich wollte schon immer mal einen Schwarzen erschießen, seit sie Hunter getötet haben. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Ah, jetzt hinter mir lang und komm da unten rum. Das ist doch interessant. Aha. Die Quicktime Event. Die ganz gefährlich. Kann mal sehen, wie sie hochklettert. Der Schwarze, finden den Schwarz im Botanischen Garten. Weil die viel Munition, ey. Ich bin in Stellung. Ich kann dich sehen. Da, wo das Nest war, brennt immer noch was. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Aha. Das ist seltsam. Was könnte nach all dieser Zeit denn hier noch brennen? Auch egal. Geh darauf zu. Ich gebe dir Deckung. Und da ist er. Ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Rechts von dir. Das sind keine Schwarzen. Das sind Telepathen. Ich arbeite dran. Eine Kugel vergeudet. Einer erledigt. Bin so schlecht. Oh. Das Geheule war ärgerlich. Gleich kommen noch mehr. Nur drei. Weiter so. Der da ist erledigt. Sieh mal, da sind noch mehr im Schilf.
das Magazin. Okay. Da ganz viel daneben, ne? Wechsle das Magazin. Sieht so aus, als hätten wir hier ordentlich aufgeräumt. Wie geht es dir? Achlauge. Hey, alles klar bei dir? Hey, Artyom, du leistest ganz gute Arbeit. Vielleicht bist du ja doch mehr als nur ein Versuchskaninchen. Also, weil ich so schlecht geschossen. Nach links, da führt ein Weg dran vorbei. Stellungswechsel! Ich hab irgendwie gemacht, meine Gasmaske gelampt. Da ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Ist er denn? Ich seh den gar nicht. Da, da ist er! Besser. Ist der schnell? Wie hat er das gemacht? Hätte er mich schießen können, hätte ich. Komm schon, ihm nach! Hätte er mich schießen können, aber... Gefunden und markiert. Was zum Teufel? Daneben! Okay. Oben. Ich seh ihn. Du stirbst, du kleiner Schächer. Aha. Sei vorsichtig. Schnapp ihn dir. Ah. Was zum? Artyom, was ist los? Hörst du mich? Artyom, alles klar? Du Freak, du wirst sterben. Hätte Artyom. Halte durch, ich komme. Aha. Weißt du denn gar nicht? Überhaupt nicht. Jetzt kann ich hier einen strategisch wichtigen Bunker voller Vorräte gefunden. Mindestens für 1000 Jahre alt. Wow. Und was machen wir hier, wenn er schon gesehen ist? Ich wurde jetzt gesehen und ich scheiße. Das hatte ich natürlich nicht vor. Habt ihr noch nicht drauf geachtet, dass da einer ist? Ach, muss ich nochmal machen? Da ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Oh, da ist die Sonne immer drauf. Da, da ist er! Ist der schnell? Wie hat er das gemacht? Komm schon, ihm nach! Sollen wir wieder den abschießen? Gefunden und markiert. Was zum Teufel? Daneben! So, jetzt kommen wir da. Wahrscheinlich. Ich seh ihn. Du stirbst, du kleiner Scheißer. Erwischt. Sei vorsichtig. Schnapp ihn dir. Der kann auch nicht raus, das ist die Kamera, das ist die Pepe. Das ist quasi jetzt eine Cutscene. Was zum? Artyom, was ist los? Hörst du mich? Artyom, alles klar? Du Freak, du wirst sterben. Halte durch! Ich komme! Boah. Überhaupt nicht. Ich habe hier einen strategisch wichtigen Bunker voller Vorräte gefunden.
mindestens für 1000 Jahre alt. Wow. Und was machen wir hier, wenn er schon gefunden wurde? Glaubst du, die würden mit uns teilen? Die sitzen drauf, weil sie Schweine sind. So ist das also. Ja, jetzt versteh ich. Meinst du, wir finden ihn auch immer? Auf keinen Fall ist alles zu Schutt und Asche. Hat ja nicht so gebracht mit dem Schleichen. Hier, du Freak! Du Schwein! Nimm das! Ich weiß, ich werde beschossen von dem. Ey! Okay, das war ja voll auch wieder dumm, Mann, mir. Wieso habe ich einfach auf die geschossen, weil ich dumm bin? Das ist der Grund. Weil ich dumm bin. Ich bin einfach dumm. Hier ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Da, da ist er! Verdammt! Ist der schnell! Wie hat er das gemacht? Komm schon, ihm nach! Ich hätte den Flash leiden können eben. Dann muss ich nochmal machen. Sequenz. Ich bin ja ein bisschen nicht der Beste hier. Gefunden und markiert. Was zum Teufel? Daneben! Na ja, man muss doch gar nicht schießen, ne? Und das nicht. Da oben den Ballermann in der Welt. Komm her. Weißt du, da rauskommst? Komm her. Ich seh ihn. Du stirbst, du kleiner Scheiße. Sei vorsichtig! Schnapp ihn dir! Was zum? Artyom, was ist los? Hörst du mich? Artyom, alles klar? Du Freak, du wirst sterben! So. Wo denn? Ich frage mich nach der Lösung. Nach einem Eingang zum Bunker. Was für ein Bunker? Verdammt, wir haben Besuch. Ja, verschießen, das hat uns noch gefehlt. Überhaupt nicht. Ah, schnell, bevor ja, sie ihn finden. Mindestens für 1000 Jahre. Wow. Und was machen wir hier, wenn er schon gefunden wurde? Glaubst du? Die würden mit uns teilen? Die sitzen drauf, weil sie Schweine sind. So ist das also. Ja, jetzt verstehe ich. Hast du gesehen, dass ich oben bin? Gibt noch. Der ist gleich tot. Bin ich ja nicht getroffen. Hier, du Freak! Da ist er noch. Okay. Lass mich mal für uns und machen wir so platt. Also ich nehme her.
So. Und? Irgendwas da? Nicht. Wir werden ihn trotzdem fallen. Okay. Haben das wie Nacht gegrillt. Warum plötzlich so dunkel ist geworden? Ich glaube, ich... Verdammt, wo könnte er sein? Okay. Hm. Also mitnehmen, ne? Auch nicht schlecht. Finde ich auch immer sehr hilfreich. Die Taumleuchte, der Taumleuchte ist schon ganz geil, muss ich sagen. So. Okay. Ja, komme ich da nicht rein? Ach. Wo sind so viele Filter? Ich hab keine Ahnung. Das ist noch so lange zu hart gekommen. In Bewegung bleiben. Ah ja. Und was ist mit den Ruinen? Was ist das eigentlich mal gewesen? Und wann wurden sie bombardiert? Einen Scheißdreck weiß ich, was hier vor dem Krieg war. Wieso fragst du? Na, das ist doch irgendwie seltsam. Da raucht etwas. Das muss noch frisch sein. Ja, ja. Das ist wirklich seltsam. Und genau das meine ich. Ein übler Ort ist das hier. Oder wir Glück gehabt. Okay. Die beiden Experten. Hey, wer ist da? Ich. Was will der? Was will ich damit? Okay. Ein Faschist kann erlungen werden. Ich finde das mit seiner Lampe ziemlich verdächtig. Ich habe ja keine. Ich habe noch eine halbe Stunde. Schaffen Sie das? Ja, Herr, das helfe nicht. Ich habe zwei Gruppen vom 7. Platz geschickt. Ich verstehe. Dann können wir heute also immer noch den Zentralsektor absuchen. Gut. Bringen Sie das zu Ende und teilen Sie die Leute für neue Plätze. Jawohl, Herr Staatssekretär. Okay. Ich bin fast da. Okay. Was war das denn jetzt? Atium! Atium! Ja, wir haben ihn nicht mehr erreicht. Sonnenaufgang der Hoffnung. Ja, das war das letzte Level. Und im DLC, was hat sie mit dem DLC geschafft? Da erfahren wir, was Anna versucht hat, uns noch zu erreichen, aber entsprechend nichts mehr tun konnte. So sieht's aus.
Und ja, das war's, wie gesagt, mit dem DLC. Ein DLC, ich muss sagen, das ist vielleicht sogar mit der beste gewesen. Ja, von Metro Last Light. Muss ich sagen, weil der hat mehr von dem, was man eigentlich sehen möchte, ja. Mehr Abenteuer aus der Metro. Die auch so spielen wie aus der Metro, ja. Das ist halt der Unterschied zu den vielen anderen DLCs, die da, wo du Arena-Kämpfe hast und sonst sowas. Wo du da quasi eine besondere Richtung reingedrängt wirst. Du kannst diesen, jetzt so irgendwie so was leicht zu erschaffen, vielleicht in das letzte Level, indem du halt alle umgehst. Das geht wahrscheinlich sogar. Das ist halt eher, muss ich sagen, so Gameplay, was man irgendwie vielleicht eher hätte bei anderen DLCs auch gewollt, muss ich sagen. Da fand ich die drei DLCs, die drei Missionen jetzt irgendwie sehr gut. Gut, den ersten DLC fand ich auch noch okay, muss ich sagen. Der hat auch seine Stärken gehabt. Und dann halt der hier, der, ich meine, trotzdem ist das halt der rundeste in meinen Augen, ja. Der ist am rundesten gelungen. Metro Last Light Chronicles. Ist mal unser bester DLC. Ja, der hat drei neue Missionen. Ja gut, wie lang die sind, hängt natürlich viel von der Spielweise ab, die jeder hat. Ja, deswegen. Das ist ein DLC, wo ich sagen muss, der war gut, da habe ich auch nicht. Da habe ich auch das Gefühl, da kriegt man immer ein bisschen was fürs Geld. Also das ist ja der, in meinen Augen, der gelungste DLC. Die anderen sind nicht so toll, muss ich sagen. Ja gut, aber das war's entsprechend mit diesem Let's Play hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Natürlich. Ich freue mich über eure Kommentare und über Bewertungen. Am besten Kommentare. Falls ihr meint, das Let's Play war gut, schreibt es mir. Falls ihr meint, das Let's Play war schlecht, schreibt es mir ebenso. Denn ohne Kritik wird nichts besser. Wie gesagt, natürlich auch eure Meinung zu dem DLC hier. Findet ihr den gut oder schlecht? Oder sagt ihr, ja, ich weiß nicht so recht. Könnt ihr alles gerne schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Denkt daran, dass ihr mir auch, ja, dass ihr auf die Glocke klicken könnt, damit ihr kein Video mehr verpasst und wisst, wie es weitergeht. Ja, weiter geht es. Irgendwann wahrscheinlich mit Metro Exodus. Kann man nicht sagen, weil ich habe es im letzten DLC angesprochen. Das kann nur ein, zwei Jahre dauern, bis ich die entsprechende Hardware habe. Kann aber auch, ja, vielleicht spiele ich es auch mal Konsole irgendwie. Metro Exodus und dann irgendwann nochmal die Enhanced Edition. Immer später. Aber dann irgendwann sicherlich mal nochmal so eine Art Rebound machen werden. Von der, halt von der Redux Trilogie, kann man sagen. Deswegen, ja, Metro Exodus ist der nächste Let's Play dann zu dieser Metro-Reihe. Wann das kommt, kann ich Alex so nicht sagen. Ja, was kann ich ansonsten sagen? Ja, dass ihr mir noch folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, auf der Stanze bleiben. Ihr könnt beitreten dem Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitmachen, mitgestalten. Dort ist alles, was Neues gibt, noch viel, viel mehr. Alles findet in der Videobeschreibung. Ja, und ich sag danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und ich sag bis zum nächsten Projekt.